Durch den demografischen Wandel gibt es immer mehr ältere Menschen. Sprich, wir werden immer älter. Und das ist gut so. Das bedeutet aber auch, dass sich die Krankenhäuser verstärkt diesem Thema stellen müssen. Aber auch jeder Einzelne von uns sollte sich gemeinsam mit der Familie damit beschäftigen. Gerade aus diesem Grund sind Informationsveranstaltungen besonders wichtig und hilfreich. Komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Wir möchten doch zu Beginn gleich nochmal den Faden aufnehmen. Es war ja hier im Haus der erste Geriatrietag. Weshalb ist eigentlich das damals entstanden? Wir haben eine Studie zum Anlass genommen, die durch die Asklepios-Kliniken durchgeführt worden ist, bei Menschen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, aber auch deutschlandweit, um festzustellen, wovor haben die Menschen am meisten Angst. Und bei dieser Umfrage hat sich herausgestellt, dass die Menschen am meisten Angst haben, in der Tat vor Demenz, vor kognitiven Einschränkungen. Und das war für uns auch der Anlass, den Geriatrietag mit diesem Thema zu bearbeiten. Und wir hatten Vorträge zum Thema Demenz, zum Thema Sturz, Demenzbeauftragte und anderen Problemen, die bei kognitiv eingeschränkten Patienten auftreten können. Die Resonanz beim ersten Geriatrietag war enorm. Also wir hatten neben den Fachvorträgen, haben unsere Therapeuten ihre Arbeit vorgestellt, sodass also die Besucher sich auch vorstellen konnten, welche Tätigkeiten führen wir an den Patienten, mit den Patienten durch, was können die Patienten bei uns erarbeiten, sodass neben den Fachvorträgen eben auch die Arbeitsbereiche vorgestellt wurden. Wir hatten eine sehr breite Resonanz im ärztlichen Bereich, im pflegerischen Bereich, auch im therapeutischen Bereich von eigenen Mitarbeitern, auch sehr vielen Besucher aus der Region, aus ferneren Kliniken. Wir hatten eine Kollegin aus Kalbe, die Chefärztin aus Eisleben, Sangerhausen, also Sachsen-Anhalt war da sehr breit und auch sehr geografisch weit vertreten. Und das hat uns sehr gefreut. Wir hatten ungefähr 120 Teilnehmer und dafür, dass es der erste Geriatrietag war, habe ich mich da wirklich sehr gefreut über die große Resonanz. War es denn da jetzt wirklich an der Zeit, in die Öffentlichkeit rauszugehen, zu informieren? Also die Studie hat eben gezeigt, dass die Menschen in Sachsen-Anhalt tatsächlich die meiste Angst haben, im Alter kognitiv eingeschränkt zu sein und dann nicht ausreichend versorgt zu sein und dass diese Symptome, diese Krankheit nicht adäquat behandelt werden kann und dass die Menschen auch nicht heimatnah behandelt werden können, weite Wege für Kliniken, für Ärzte in Kauf nehmen müssen, gerade in unserer ländlichen Region. Und diese Ängste nehmen wir ernst und denen wollen wir mit den Strukturen, die wir im Krankenhaus bieten können, mit der Altersmedizin Rechnung tragen. Viele Besucher waren an diesem Tag vor Ort, um zu erfahren, was wird hier in der Klinik für die betroffenen Patienten getan, die schon mit Einschränkungen leben müssen. Und was kann ich zu Hause tun, wenn ich einen betroffenen Familienangehörigen pflege? Also neben den Dingen, die wir auf dem Geriatrietag vorgestellt haben, die im Rahmen der geriatrischen Behandlung durchgeführt werden, gibt es ja auch Patienten, die nicht in der Geriatrie aufgenommen werden, sondern die in anderen Fachbereichen versorgt werden, zum Beispiel die ein spezielles urologisches Problem haben, aber trotzdem eben auch kognitiv eingeschränkt sind. Und diese Patienten wollen wir auch fachgerecht behandeln. Und zu diesem Zweck wollen wir ein Demenzteam im Geißenfelser Krankenhaus aufstellen mit einer demenzbeauftragten Kollegin. Das ist meine ärztliche Kollegin, Frau Schulze-Schilf. Und der Kollegin werden zwei Pflegekräfte an die Seite gestellt, zwei Demenzcoaches, die sind im Moment in Ausbildung. Das sind zwei Krankenschwestern, die sich für das Thema engagieren wollen. Und da geht es darum, wie können wir den kognitiv eingeschränkten Patienten, der bei uns im Krankenhaus ist, mit all seinen Facetten wahrnehmen, wie können wir ihn möglichst optimal behandeln, was können wir für Empfehlungen für zu Hause geben, was können wir für medikamentöse Empfehlungen geben. Und all diese Dinge wollen wir von der Geriatrie aus im Krankenhaus breit streuen an alle Mitarbeiter. Es wurde ja bereits schon erwähnt, dass die meisten Menschen Angst vor Demenz haben. Worin liegt jetzt der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer? Also Demenz ist die gesamte Krankheitsgruppe und Alzheimer ist eine Form der demenziellen Erkrankung, die häufigste Form. Es wird oft gleichgesetzt, aber es ist nicht 1:1 gleichzusetzen. Mein Blick so in die Zukunft ist, können Sie sich vorstellen, dass man es irgendwann mal heilen kann oder vielleicht sehr lange hinauszögern, weil wir vielleicht nicht von Heilung jetzt direkt sprechen? Also das ist natürlich ein Gebiet, wo sehr viel auch geforscht wird, weil es eben, wie wir ja gesehen haben in der Studie, sehr viele Menschen bewegt.
Und sehr, wie der Mensch denkt im Grunde genommen auch über sein eigenes Älterwerden nach im Laufe seines Lebens und wie kann man möglichst gesund älter werden. Und wir wissen, dass wir alle älter werden und das möchte man natürlich möglichst lange, möglichst gesund und auch möglichst kognitiv gesund. Die Heilung, das wird sicherlich schwierig werden, weil man die Veränderungen, die man im Hirn bei Alzheimer-Patienten nachweisen kann, die sind nicht zwingend mit der Alzheimer'schen Krankheit verknüpft, sodass man nicht ganz genau weiß, welche Ursachen gibt es und wie kann man die Ursachen behandeln. Deswegen wird das mit der Heilung sicher eher schwierig werden. Deswegen sehe ich eher, und das ist vielleicht das, was auch jeder selbst erfüllen kann, den Schwerpunkt auf der Prävention. Auch das kann man in jedem Lebensalter machen und da gibt es an sich gute Daten, was kann man machen. Und das Wichtigste ist körperliche Aktivität, Bewegung, sportliche Bewegung, möglichst komplizierte Bewegung, das schult das Gehirn, kognitive Aktivität, also was lernen, neue Dinge arbeiten, neue Dinge kennenlernen, bis ins hohe Lebensalter. Das geht auch bis ins hohe Lebensalter. Und die mediterrane Ernährung, das sind so die drei Hauptpunkte, wo man selbst was tun kann. Aber die berühmte Pille, die man einwerfen könnte und dann ist alles gut, die gibt es leider nicht. Man muss aktiv was tun. Nun leben wir in einer sehr hektischen und von Stress geplagten Zeit. Wie wirkt sich das aus? Der Stress, das ist ja so ein viel zitiertes Problem in der heutigen Gesellschaft. Man muss da vielleicht unterscheiden den positiven und den negativen Stress. Also eine gewisse Menge Stress braucht man auch, um auch eine Leistung zu erzielen. Der negative Stress, dass zu viele Dinge auf einen einströmen, dass man zu wenig Zeit hat, um Pausen zu machen, wird sicher ein Faktor sein, der dann vielleicht bewirkt, dass man zu wenig Zeit für gesundheitliche Prävention hat und über diese Möglichkeit dann auch eine Verschlechterung einstellt, aber Stress an sich nicht, aber so ein Gesamtbild, dass man eben zu wenig Zeit hat, sich um die Gesundheit zu kümmern und dafür muss man sich schon auch Zeit nehmen. Nochmal kurz zusammengefasst, eine Klinik allein kann sich diesen Aufgaben nicht stellen. Also wir werden mit diesem Demenzbeauftragten Team oder mit dem Team Demenzcoach, Demenzbeauftragter hier im Haus arbeiten. Wir werden Vernetzungen ambulant mit den Pflegediensten, mit der Alzheimer-Gesellschaft planen, dass wir auch die Dinge, die wir hier im Krankenhaus beginnen, in die Häuslichkeit tragen können, in das soziale Umfeld des Patienten, in Kooperation mit den Pflegediensten und allen anderen Dienstleistern im ambulanten Bereich. Und wir wollen natürlich wieder einen Geriatrietag durchführen, weil der sehr gut angenommen ist und uns das gefreut hat. Und da werden wir das wieder vorbereiten.